Dann spare ich mir nämlich auch das da. Dann orbitet das hier nämlich auch. Und hier, ich frage mich auch immer noch, warum so wenig Messing reinkommt. Und ich beschäftigt Messing würde mir kommen. Aber beide zu 100%? Okay. Die können mich dann auch weg. Bloß, ob sich das lohnt, ne? Aber wenn ich hier jetzt den Pendler Kai, der war bei Ingenieure, hinstelle. Der kostet 1000 im Unterhaltskosten. Das ist das Problem. Ich brauche sowieso erstmal Stallträger und Glas hier, aber ich glaube nicht, dass die und das zusammen ausreichen. Haben die hier überhaupt ihre Grundbedürfnisse? Frisch wie eine Frühlingswiese. Noch ja, hier ist noch Schnaps auf Vorrat, aber die kriegen bald keine Schnaps mehr. Kleidung haben sie ja auch. Habe ich da noch irgendeine Handelsroute, die überflüssig ist? Wahrscheinlich nicht. Ich hätte von Anfang an anders bauen müssen. Da verliert man ja echt den Überblick. Hier sind, wenn alle gebraucht hier, ne? Schnaps, Brot sowieso. Die aktuell eigentlich nicht, ne? Der liefert aber Zement und Stahl. Oh, gut, die brauchen wir alle. Der Metallflug hat einiges geändert, ganz klar. Aber zum Besseren oder Schlechteren? Ich glaube, das hier lasse ich erstmal. Und spare mir hier erstmal den Händler-Koi, bis ich weiter im Plus bin. Den kann man später immer noch umbauen. Ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich im Überschuss produziere, damit ich mehr verkaufen kann. So, dann muss ich sowieso mal gucken. Erstens, Holz verkaufe ich? Ja. Kann auch gerne verkauft werden, aber viel zu viel. Das Verkauf? Ja. Dann machen wir mal darunter. So, genau wie Bräder, das kann alles gerne verkauft werden. Aber mal ein bisschen... Fisch geht auch massiv zur Neige, sehe ich gerade. So, Kartoffeln haben wir hier sowieso nicht. Schnaps reicht auch bei weitem nicht. Ups. Musik ist eine große Schnapsliebe, aber Schnaps müsste ich ja nicht im Überschuss haben. Die saufen aber auch, ne? Aber das kommt, weil mein Schiff über lange Zeit hinweg viel zu wenig Schnaps geliefert hat, ne? Wo ist er wieder? Ist er mit Schnaps, alles ne? Bereit. Ja, gut, es reicht, es reicht. Guck, jetzt kommt da wieder Riesenschub Schnaps. Sehr schön, Schnaps sollte reichen, definitiv. Kleidung ist hier auch so eine Sache. Kann auch gerne im Verkauf bleiben, aber erstmal auf Mitteldingsbums. Kleidung produziere ich hier ja noch selbst, das wird ja nicht mal geliefert. Schwein verkaufe ich auch viel zu viel, damit sich da mal ein bisschen ansammeln kann. Wurst ist okay. Brot kann man verkaufen, aber natürlich nicht alles, sondern auch nur so bis Mitte ungefähr. So, Segel kann man natürlich auch verkaufen, aber ein gewisser Vorrat sollte schon bleiben. Was genau wie Eisenerz? Sie arbeiten ja unbegrenzt weiter, die Dinger. Die können ja nicht leer gehen. Das heißt auch ungefähr bis zur Mitte. Das ist alles zusätzliches Geld, was reinkommt. Stahl lasse ich mal lieber, weil das wird aus so viel gebraucht. Das ist schon okay. Kanonen verkaufe ich viel zu viele. So. So, Hopfen und das. Ja gut, das kann erstmal hier bleiben. Bier verkaufe ich auch zu viel. Sollte ja schon eine gewisse Menge auf Vorrat bleiben. So, und ich habe hier noch Rindfleisch und Fleisch, was ich hier gar nicht mehr brauche. Jede Menge davon. Das kann komplett verkauft werden. So. Dann werde ich das zumindest los. Das hebe ich mal für Notfälle auf. Nähmaschinen, klar, produzieren wir aktuell nicht genug. Will ich aber später auch verkaufen, vor allem, weil sie gut Geld bringen. Aber halt auch die Hälfte behalten. So, die werden hoffentlich reichen, bis er wieder da ist. Das glaube ich persönlich aber nicht. Beton verkaufe ich nicht. Messing aktuell auch nicht. Davon haben wir nicht genug. Brillen ist richtig eingestellt und den Rest haben wir noch nicht. Ne? Warte mal. Kautschuk braucht mir für irgendwas, ne? Weiß nicht mehr für was, aber Kautschuk haben wir eine totale Überproduktion. Werde ich auch was vom Verkaufen? Zack. Und Kaffee kann man auch ein bisschen verkaufen. Auch ungefähr in die Mitte. So, und den Rest habe ich noch nicht. Dass zumindest in dem Punkt wieder ein bisschen Geld reinkommt. So, Schnaps reicht. Das Einzige, was echt noch ein bisschen knapp ist, ist hier, ne?
schönen Tag auch. Die möchte ich aber gerne erstmal hier lassen. Allerdings muss ich hier mal ganz kurz ein bisschen... Die Leute gehen auf die Barrikaden. Was? Warum? Weswegen? Was nun los? Was fehlt ihr schon wieder? Ich sehe da keine Schwachstelle. Hm? Ah, das ist bestimmt wegen der Zeitung, ne? Weil die haben doch aktuell alles. Ich schaue mir die Kinder an und frage mich, ob diesmal besser hat. Diese dämliche Zeitung. Ich habe nicht genug Ruf, Mensch. Wo ist denn hier der Ausstand, wenn ich mal so fragen darf? Was hier? Wir werden nicht weichen. Warte, hier wohne ich mal, Leute. Ausstand aktiv. Das ist eine reine Produktionsinsel. Hier wohne ich mal, Leute. Läuft das Fließband schneller als sonst? Okay. Aber ich muss einmal in die neue Welt. Bevor ich es jetzt vergesse, das fällt mir jetzt gerade mal wieder ein. Er hat mir hier doch einen Anteil gemobst. Den will ich mir gerne wiederholen. So. Keine Ahnung, warum. Das ist garantiert wegen der Zeitung. Wie lange hält so eine Zeitung an? Solange sie hier produzieren, höchst zerbrechlich. Scheint sich eingespielt zu haben. So, verkaufen tut mir jetzt auch eine Menge. Und ich habe hier irgendwo eine Quest. Ne, da. Was soll ich denn machen? Gucken wir mal. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber ich habe da eine Bitte. Haben Sie mein Vieh gesehen? Die planen doch etwas. Ich weiß, mein Mann hält mich auch schon für verrückt. Aber ich schwöre Ihnen, die Viecher hacken etwas aus. Ja, ist recht, Lady, ist es recht. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Finden und holen Sie die Nutztiere. Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Wo sind denn da die Nutztiere? Und ist die da? Nee. Ja, hier deine Nutztiere zu finden, Lady, ist eine Kunst für sich. Das sind sie ganz nett. Mö. Mann, die Stadt ist mittlerweile zu groß, um irgendwelche Viecher zu finden. Alter, was? Da, ne? Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Und dornischer Garten. Ja, ja, gut, 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 da kommen wir später noch zu. Ich habe auch noch zwei Expeditionen. Mann, ich bin noch nicht im Plus, aber ich habe das Ganze schon etwas verbessert. Zumindest minimal. Ich glaube, das mit der Paprika spielt sich ein. Na, mit der Baumwolle will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr bauen. Da gucke ich gleich bei den beiden Expeditionen. Muss erstmal ins Plus kommen. Ich hoffe ja, dass es ein bisschen verkauft wird. Ah, da muss ich mal sehen. Ich habe jetzt, glaube ich, aber auch alles reduziert, was ich reduzieren konnte. Schnaps kann ich nicht weiter wegnehmen. Nö. Was sind die Pendlerkäus jetzt, ne? Ah, ach ne. Jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Wir haben ein Kleidungsproblem, ne? Ja. Die lasse ich, glaube ich, auch erstmal auf der Hauptinsel, will die später auch weg haben. Aber im Moment kann ich mir nichts mehr leisten, auf andere Inseln auszusiedeln. Jetzt bleibt das erstmal hier. Was ist das hier eigentlich alles? Jagdhütte, Lagerhalle, Fensterfabrik. Okay, das ist ja auch noch hier. Stimmt, Glashütte, Glas. Das bleibt auch erstmal hier. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. So. Genau, hier wollte ich bei und dann ist das mit dem Ausstand passiert. So war das. Die Eimer weg. Der weg. Der natürlich auch. Den kopiere ich Eimer. Das geht so natürlich nicht. Würde man sagen, vier denn noch, ne? Das sind vier, ne? Wenn ich mich nicht täusche, ja. Was sind die hier noch? Natürlich nicht. Warte mal, welche sind da? Das passt nicht. Okay, warte mal. Dann nehmen wir drei. Zack. Die müssen natürlich andersrum. Weil da müssen ja noch die anderen Dinger davor. Zack. Oh, immer wie ich lang. Und da brauchen wir ja noch die Schneidereien vor. So, und zwar die da kopieren. Eins. Diese Kleidung macht mich bleich.
und befreit euren Geist. Ja, mein Freund, ja. Muss ja sein, gerne anders. So drei dazu, da wird's wohl hoffentlich reichen. Da kann man auch noch einmal über Prüfchen, Produktion, Bekleidung jetzt. Boah, wir haben aktuell eine Versorgung 14 von 20. Und Nachfrage von 17. Okay, vorher hatten wir 14, jetzt haben wir 20, wenn ich nicht täusche, ne? Ansonsten weiß ich nicht, wie das hier zustande kommt. Aber ich glaube, das liegt gerade echt daran, dass es erstmal zu Gange kommen muss. Und sie noch nicht, Waren. Noch nicht voll arbeiten, ne? Das muss hier ja erstmal alles hochschaukeln. Dann kriegen wir schon hin. Ich glaube, denen sollte das auch reichen. So, hier haben wir noch eine Quest. Oh, ins Plus zu kommen ist aber nicht so einfach. Klar, ich könnte mir jetzt alles mit Häusern vollklatschen. So gut, da kommt man auf verrückte Ideen. Diese Neureichen prahlen mit ihrem Luxus, während die meisten von uns gemeinen Arbeit noch nicht mal einen Tropfen Kakao probiert haben. Ändern Sie das, Boss. Meine Frau meinte, ich könnte Sie ja mal fragen. Besorgen Sie einen von einem 8 Tonnen Schokolade. Was gibt's, Boss? Auf geht's. Ihr feinen Pinkel seid doch alle gleich. Polenteil. Mensch, tut mir leid, Mensch. Ich muss hier überhaupt erstmal im Plus kommen. So, wir haben auf jeden Fall zu wenig Bauern. Okay, okay, das könnte aber auch... Könnte schlimmer sein. ...an der Kleidung liegen. So, aber warte mal, bevor ich das jetzt mache, hatten wir nicht auch ein Fischproblem, bevor ich jetzt neue Bauern baue? Fisch dann gern so? Ja, ich meine, Fisch ist noch nicht leer, wird aber drastisch weniger. Kriege ich überhaupt noch Fischerhütten hin? Ja, hier auf jeden Fall. Und hier habe ich auch noch welche stehen, ne? Okay, warte mal, ich baue erstmal noch mal so 3-4 Fischerhütten hin. Zack. Ah, eine passt sogar noch. Sehr schön. So, vielleicht noch. Das könnte sonst ein bisschen eng werden. Kostet natürlich alles Geld, das ist klar. Geht aber nicht anders. Jetzt haben wir natürlich viel zu wenig Bauern, aber ich werde meine Bauern... Naja. Aufstufen ist so eine Frage. Ich kann nachher ein bisschen raus. Weiß halt auch noch nicht, wie groß der Zoo wird. So, warte mal. Den schließe ich einfach erstmal hier mit an. So, hier einmal so rum, damit es verbunden ist. Den kann das hier nämlich alles weg. So, jetzt ist vermutlich mal das hier unten nicht mehr verbunden. Dann schließen wir erstmal hier mit an. So, hier sollte es auf jeden Fall wieder verbunden sein. Dann kann ich hier wenigstens ein bisschen Häuser bauen. Was muss, was muss. Tor nochmal. Ah, das Problem ist halt... Ich glaube, die brauchen hier auch Marktplatz und so. Oh, erstmal Fiege. Ich muss mal gucken. Der Zug steht halt dezent im Weg. Warte mal, gucken wir erstmal. Der Streik wurde beendet. Na Gott sei Dank. Gucken wir erstmal nach den Standardsachen wie Marktplatz und Kneipe und so. Das dachte ich mir. Marktplatz ist hier nicht mehr so gegeben. Könnte ich zwar hier hinklatschen, aber das ist blöd wegen dem. Hier ist besser, ne? Wegen dem Zug. Den setze ich den aber so hin, dann kriegen wir dann auch ein Wirtshaus nehmen. Das verlangen die Herrschaften hier. So, denn? Na, ich wollte hier lang. Hätte ich eigentlich auch gleich aus Ziegel bauen können. So, ob denn natürlich noch Fisch und Kleidung und das aus, werden wir gleich sehen. Halt hier noch einmal. Aber ich glaube, die Bauern, um den Rest kann man sich erst später kümmern, wollten wirklich nur Wirtshaus und Marktplatz, ne? Jo. So, das reicht natürlich nicht. Das hier lasse ich mal offen. Die müssen hier definitiv später auch weg. Die stehen völlig im Weg. So langsam, aber sicher, glaube ich euch das auch, wie ihr geschrieben habt, dass die Insel viel zu klein ist.
Das konnte ich ja vorher nicht wissen. Gut, Dornamain. Dann nehmen wir auch gleich hier anständige Straßen. Na, da doch nicht hin. Allgemein müsste ich hier mal gucken. Dadurch, dass ich hier so ein bisschen umfunktioniert habe, sind hier ja so einige Straßen mittlerweile überflüssig. So, der Fitzel kann weg. Der Fitzelakorn weg. Ich glaube, das hier werde ich verbunden lassen müssen. Oder? Nee, muss ich nicht. Das ist ja hier verbunden. Muss ich nicht. Das kann also weg. So, wenn man bedenkt, dass ich schon den größten Teil der Insel bebaut habe. Aber ich will noch gerne ein paar mehr Bauern haben. Aber hier, ich will nicht wegen dem Zoo. Ein bisschen kriege ich aber auch hier noch hin. Ich glaube nicht viel, aber ein bisschen. Zumindest so ein kleiner Wohngegenpass hier noch drin. Das muss ich dann halt beobachten, ob das mit dem Fisch und der Kleidung jetzt noch reicht. Hier baue ich jetzt erstmal eine Feuerwehr hin. Zack. So, kriegen müssten die hier eigentlich erstmal alles, was sie verlangen. Ich hoffe es zumindest. Und ich hoffe, die Wirkung der Zeitung ist bald mal vorbei. Ich weiß nicht, wie lange die Zeitung wirkt, Mensch. Zeitung, kann man das vielleicht nachgucken? Das sind alte Zeitungen. Nee, das sind alte Zeitungen. So, müssen wir, wieso steigt denn jetzt, fehlt schon wieder irgendwas? Wieso steigt denn jetzt wieder mal ein Minus? Wodurch? Okay, auf jeden Fall. Das Leben ist wie Salzwasser. Haben die man alles? Wird nur noch durstiger. Na, okay, Schnaps wieder. Aber Schnaps müsste gleich kommen. Alter, die saufen aber auch. Ich habe eine riesen Schnapsproduktion. Ist doch mal Schnaps, Mensch. Schnaps kommt doch auch gleich wieder. Was meckert ihr denn rum, Mann? Was meckert rum, dass er nicht genug Schnaps hat, obwohl wir noch Schnaps auf Lager haben, Mensch. Oder ist das gerade erst geliefert worden? Schnaps kommt von hier, ne? Weiß nicht. Laut Anzeige räucht der Schnaps. Wo ist denn das Konto? Da. Der hat auch gerade Schnaps geholt, ne? Erwarten neue Horizonte. Ja, das war das Bierschiff, okay. Schnaps. Was ist denn das hier? Ist das eingekauft? So kauft er hier Kleidung ein. Bin ich bescheuert? Nimm das raus, Mensch. Oh, ein der holt Schnaps. Ne? Ich glaube, das kommt durch die Zeit und der Schnaps räucht gerade plus minus null. Also das ist ja sorgenhaft. Auf jeden Fall Warstein und Nordlicht. Und wenn wir nach Schnaps gucken. Ah, guck hier. Produziert 20, Nachfrage 20, ist reicht plus minus null und durch die Zeitung haben sie jetzt natürlich einen erhöhten Verbrauch. Das ist übel. Na gut, die kriegen gleich wieder Schnaps geliefert. Ich hoffe, dass sie das wieder gibt. Kann nicht so bleiben. Aber ich muss trotzdem wirklich ins Plus kommen. Die haben ihre Grundbedürfnisse hier unten nicht so ganz, aber hier, ne? Diese dämliche Zeitung, ne? Ja, umliegende Gebäude, Warenstandhalte ist erhöht. Ja, Aufstand ist erhöht. Und der Verbrauch ist halt auch erhöht. So, und hier mangelt doch ein bisschen. Wirklich. Na gut, Schnaps sowieso, ein Wirtshaus.
Wo ist denn das Wirtshaus? Da, ne? Die Holzproduktion, ehrlich gesagt, dürt hier aus ein bisschen. Kann ich die nicht? Ah, eigentlich stünden die hier gewaltig, ne? Ah, das Problem ist bloß. Kann ich auch nicht. Die muss ich mal komplett verlegen. Wadimor. Hier will ich mich ja auch noch erweitern später. Ah, da komme ich den Jägern in die Quere, ne? Der hat doch hier 100%. Hoffe ich. Ich hoffe, das bleibt auch hier. Müsste das mal ausprobieren, wenn ich den da jetzt hinlege, damit ich die hier wegkriege. Natürlich brauche ich auch so ein Ding dazu. Und den hier reinstelle. Hat er denn immer noch 100%? Wir stecken hier so viel Herzblut rein. Ja, Marktplatz hast du gleich, mein Freund. Der muss ja nur den Wicherhut ziehen. Na gut, aber wer soll... Was der da? Okay, das geht. Das Gleiche müsste ich doch mit denen da unten machen können, dass ich die doch mal wegkriege. Kann ich hier mir noch ein Wirtshaus hinpflanzen und noch ein paar Bewohner? Müsste doch funktionieren. Boah, es rutscht das schon so... Ne, ich weiß nicht, was hier die ganze Zeit schiefläuft, wodurch die hier die ganze Zeit so extrem schlimm immer wieder Engpässe kriegen, obwohl alles in mehr als genug da ist. Mal gucken, den anderen Dorhead stellen. Was ist denn jetzt schon wieder? Was fehlt denn jetzt? Das haben wir uns verdient. Doch alles da, Mensch. Was fehlt die wieder? Der Baumwollschiff kommt doch gleich. Auf Ihren Befehl. Da kommt Schnaps. Da kommt Messing. Das Bier. Das verstehe ich auch nicht. Also ich habe eine massive Überproduktion an Baumwolle. Ich weiß zwar, dass sie das schneller verbrauchen durch den Strom. Aber allerdings müssen sie durch dieses schneller verbrauchen. Auch solche Massen an ansammeln, dass das für was weiß ich, bis das Schiff dreimal hin und zurück ist, reicht. Ja, okay. Ich glaube, ich werde die Fabriken da vom Strom abklemmen und dann sehe ich auch mal, was da fehlt und was nicht. Aber eins an dem anderen. So, ich wollte den da noch wegnehmen. Weil ich gehe hier sonst echt bangerot. So, und den hier so hin, dachte ich. Der ist doch hoffentlich... Die Waren stapeln sich hier. Wieso arbeitet der nicht? Ja, gut, weil voll ist. So, dann können die hier weiter arbeiten. Dann brauche ich den Marktplatz hier eigentlich nicht mehr. Wieso? Ja, der kann weg. Also das Lagerhaus. So, dann kriegen die hier erstmal ein Wirtshaus. Sorgen direkt hier an die Kante, würde ich sagen. Das eine, die haben hier eine, was haben die für eine kurze Reichweite, Mensch? Was sollten die zumindest glücklich sein hier? Ja, genauso wie Schnaps. Schnaps ist genug da. In jedem fehlt irgendwie Schnaps. Das ist, etwas merkwürdig. Zumindest habe ich hier denn jetzt noch Platz für ein paar Häuser. Jetzt ist es gerade wirklich... Die Fakten sprechen Bände. Da. Aber ich glaube auch halt auch, dass der Verbrauch erhöht ist. Neue Befehle? Die Zeitung hält viel zu lange an, Mensch. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Was habe ich? Du kommst erstmal vom Sturm weg, mein Freund. Kann er so nicht bleiben, Wannemore. Nein, du doch nicht. Schwenkt die Fahne der Freiheit. Nein, mein Freund, nein. Die Gewerkschaft hat genau das vorhergesagt. Weil davon haben wir genug. Klar, so schnell kommt die Baumwolle nicht hinterher, aber die... Die Kleidung, die müsste sich ja nicht in solchen Massen ansammeln. Die Zeit ist jetzt. Du musst handeln. Erhebe dich. Erwache. Eine Bauaufgabe? Was soll ich denn bauen? Die leiseste Andeutung eines Erfolgs wäre immer noch deine Andeutung von Erfolg. Hauen Sie Getreidefarm, Mühle, Bäckerei, das habe ich doch alles. Bloß auf einer anderen Insel.
Na gut, das kann ich ja alles einmal hinbauen, wieder abreißen und das Brot kommt automatisch. Aber eins hat er... Ich muss jetzt erstmal gucken, wirklich wegen der Kleidung. Das kann ja so nicht weitergehen. Ich gehe hier echt pleite. Produktion. Also wegen der Kleidung nicht, wegen den Pilzmänteln meine ich. Guck mal, wir haben gerade mal eine Nachfrage von 4. Ich produziere 12. Da müsste sich normalerweise solche Massen an Pelzsempel ansammeln. So schnell können sie es nicht verbrauchen. Ich produziere mich 12 Baumwolle. So lang braucht das Schiff nicht. Da kommt's auch gerade, ne? Alles bereit. Nö. Verkaufe ich vielleicht die Pelzmäntel oder sowas? Nee. Was haben die denn für einen Pelzmantel verbraucht? Das Problem liegt nicht an der Produktion. Das könnt ihr mir nicht erzählen, so viele Leute habe ich nicht. Oder die Produktion, das täuscht wegen dem Strom. Wenn ich die wegnehme vom Strom, warte mal, ich will nur mal gucken, das sind die. Ich hätte es einfach so lassen sollen. Ich habe da 3 Stück von, ne? Das müsste eigentlich reichen. Das müsste echt reichen. Ich ziehe sie mal alle vom Strom weg. Ups. Und stell die irgendwo anders hin, wo ein Marktplatz ist, wo kein Strom ist. Ah, hier ist doof. Wasche hier mit hin. Ich meine, ich weiß, der ist ein bisschen überfordert. Ist jetzt auch nur ein Test. Den da auch weg. Weil die brauchen ja nicht zwangsläufig Strom. So, weil Baumwolle müsste ja gleich kommen. Dann dürften sie das auch nicht so schnell verbrauchen. Und ich wette, das reicht. Aber das wäre ja dann unlogisch, denn... Ah, da passt so nicht. Okay. Na gut, dann muss ich den Weg hochmachen. So, dich können wir einmal aufwerten, mein Freund. So, Strom kriegen sie nicht. Aber wenn sie das hier, dann kann das sein, dass der Strom den Verbrauch erhöht. Das wäre ja Schwachsinn. Das wäre Schwachsinn pur. Willkommen in der Manu. Wen wir aber sehen. Jetzt muss ich halt nur warten, bis das Baumwollschiff hier ankommt. Ei. Da kommt es gerade. Sehr schön, sehr schön. Weil das kann es nicht sein, dass ich jedes Mal dadurch so tierisch ins Minus rutsche. Nur weil die mal ein paar kalt Pelzmäntel kriegen. Und rum ist auch... Fat! Erwarten neue Horizonte. Diese Ungewissheit ist schrecklich. Das war Baumwolle. Auf Ihren Befehl. Das war Schnaps. Ja, wer liefert denn jetzt was hier? Da ist der Rum. Wieso ist denn jetzt auf einmal der Rumverbrauch so extrem? Und das ist das, was ich gerade nicht verstehe. Ich habe nichts irgendwie von den hohen Häusern dazu gebaut. Der Verbrauch müsste noch exakt sein wie vorher. Und ist aber auf einmal so in die Höhe geschossen. Ich vermute mal, da steckt die Heizung was. Die Zeitung hinter. Aber so extrem kann es nicht sein. So extrem kann es absolut nicht sein. Das ist doch nicht mehr normal.